Oh, Leute, was geht ab, Leute? Hier? Mit am Start Tati. Super saftig. Kogo, vielen Dank für die Box. Die unverdiente. Aber wir geben unser Bestes ab jetzt wieder. Tut mir leid. Gabotko, super saftig. Checkt Kogo ab. Ihr wisst, wir sind große Fans. So groß, dass ich das auch schon gestern geöffnet habe. Echt jetzt? Ja. Yeah. Oh mein Gott, ich hab's super gemerkt. Ja, ich hab's nur für den Transport nochmal verklebt. Also ein paar Sachen wurden einfach aufgefüllt, was ich gar nicht bestellt hatte. Und dafür gab es dann... Ach so, verstehe, ja. Weil ich wollte nämlich eigentlich einen Reiskocher. Nichtsdestotrotz schauen wir mal jetzt rein. Ihr wisst, Kogo ist super saftig. Ja, die habe ich mir gestern Abend noch ein bisschen gegönnt beim Manga-Lesen hier. Ja, aber die schauen richtig lecker aus, Mann. Sonnenblumenkerne geröstet mit Honig und Salz. Also das klingt ja schon mal richtig geil. Auch so für obendrauf auf den Salat oder sowas, weißt du? Ist auch immer was Geiles. Oh ja. Ja, Mann, die sind echt geil. Oh yes. Oh yes. Oh ja. Oh ja. Sowas kann man immer zu Hause haben, wie gesagt, ja. Ja, Mann. Auf dem Salat, mit Käse, einfach oben drüber, weißt du, einfach nur lecker. Mit Nudeln kann man alles machen. Zimtwaffeln. Hauchdünn. Also riecht auf jeden Fall nach Zimt. Erinnert ein bisschen so an, an Esspapier, gell? Ja, ja, ja. Von damals noch. Also so jetzt die Konsistenz. Heißen die nicht so Oblaten oder sowas? Ja, Oblaten sind halt die, da wo du dann so backen kannst. Dann also, machst du so ein Ding drauf, irgend so ein Teil und dann backst du das. Mhm. Wow. Die sind saftig, knusprig. Schön, schön mit Zimt, nicht zu süß. Sehr geil. Wirkt, also zum Knabbern ist das richtig geil. Alter. Oh mein Gott. Bio-Tomatenchips. 100% Tomaten. Und getrocknet. Ist halt jetzt echt die Frage, ob das jetzt eher so als Ding gedacht ist. So zum Snack oder so ein bisschen irgendwie, keine Ahnung, hast. Ich könnte mir schon ein paar Sachen damit vielleicht vorstellen, oder? Ja gut, weil das halt einfach nur getrocknet ist, Natur halt ist, ja. Und das wird, boah, krasser Geruch. Ja. Boah. Mhm. Das sind gute Chips. Das sind gute natürliche Chips, weil du einfach geile Tomaten hast und du schmeckst die Tomate und die Süße und alles. Die sind echt gut. Also von allen, die wir es bis jetzt probiert haben, sind es echt die besten. Wir hatten ja, glaube ich, rote Beete. Rote Beete, Süßkartoffel. Genau. Schmeckt voll nach Tomate, gell? Ja, ja, voll. Intensiv. Schmeckt mehr nach Tomate als Tomate. Mhm. Ist ja alles konzentriert dann. Ja, klar. Ein ganzes Wasser ist raus. Das ist halt auch geil, weißt du. Kannst du auch mit geil kochen, ja. Auch so für Salate. Ich kann mir das auch geil in so einem Sandwich vorstellen. Stell dir mal vor. Ja, Mann. Sandwich, dann ist noch rein, ja. Beißt du rein, es ist so knusprig. Oh, das stimmt, ja, ja. Das und, du hast einen brutalen Tomatengeschmack drin. Das ist echt eine krasse Kombo, ja. Das stimmt. Das wäre mega krass, Mann. Die Olympen-Chips mit Meersalz. Hatten wir das nicht auch schon so diese gesalzenen Linsen da? Wir hatten diese Soja, diese Bohnen da hatten wir. Und das sind halt eher so Chips, schau mal. Aber die sehen echt aus wie Chips, die jetzt mit dieser so Chips-Verpackung. Ja. Ja, die schauen doch aus wie Chips, Alter. Oh mein Gott, das ist doch richtige Chips. Yes! Okay, das sind diesmal wirklich richtige Chips. Kurkuma, ein bisschen Meersalz. Ja gut, es ist ja... Also wenn ich nicht darauf achten würde, würde ich gar nicht checken, dass es nicht Kartoffelchips sind. Mhm. Mhm. Aber da ist ja auch da ist Linsenmehl drin, Kartoffelmehl. Ah, okay. Maisstärke und Kartoffelstärke. Aber die sind jetzt mal auch gut, gell? Die sind gut, ne? So richtige Chips. Echt lecker. Die sind echt lecker. Aber ich glaube, das ist ja, da das ja alles Mehl ist und so, wird, glaube ich, daraus ein Teig gemacht.
dann halt so ausgestochen und dann halt frittiert. Ja, ja, die schon wieder. Also diesmal habe ich die nicht bestellt. Ich glaube, die denken, wir lieben die. Anscheinend. Ja, aber die sind auch gut. Jungs, die kennen wir ja schon alle. Ja. Das ist schon unser drittes Mal mit denen. Aber testet die aus, die sind ja, echt lecker. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Alter, die Chips sind echt geil. So, das machen wir zum Schluss hier. Was haben wir hier noch drin? Oh yes. Kristallsalz. Sehr interessant. Ich dachte mir, ab demnächst wieder mehr kochen, mehr Kochstreams. Ja, Mann, können wir das verwenden, gebrauchen. Ja. Ja, das wäre auf jeden Fall, wir bleiben, also ich will da schon noch ein paar Sachen von Koda ausprobieren. Deshalb wäre es natürlich auch geil, wenn wir von denen das Geschirr hätten und so, ne? Ja, eben. Dann könnten wir alles anrichten und so, ja, wäre schon richtig geil. Ja. Aber wer weiß, vielleicht kriegen wir es ja noch. Man weiß es ja. Rabatt kurz, super saftig, Leute. Ja, Mann. Gönnt's uns. Barge steht nichts auch, er meinte eine fette Bestellung. Vielleicht, Oh mein Gott. Rettet er uns. Jetzt, wo er sie essen kann. Ja. Ich mache das mal jetzt nicht auf. Das testen wir dann beim Kochen. Ja. Auf jeden Fall. Hoffentlich klappt das da jetzt mal bald wieder. So. Als ich die Flasche gesehen habe, hat mich das gleich wieder an etwas erinnert. Ja. Und das habe ich zu Hause dann weggeschüttet. Ich konnte es echt nicht mehr trinken. Das war viel zu krass. Das sind Mandarine. Ja, aber das ist dann auch Ingwer und Mandarinen-Shot. Also, wenn ich da wieder schon Shot lese, heißt das ja immer gleich so extrem, ja. Intensiv, ja, ja. Aber, muss man mal probieren, ne? Aber man merkt ja gleich, das ist Natur. 80% Mandarinsaft, 20% Ingwersaft. Also 100%. Ja. Und mehr geht da nicht. Aber, boah. Okay, jetzt muss man echt mal probieren hier. Besser als der andere, aber auch also immer noch eklig. Immer so sehr säuerlich, nee, sehr säuerlich, echt nicht, Mann. Aber besser als der andere. Also den anderen würde ich euch nicht empfehlen. Ich probiere lieber das hier. Ja, Wasser, geht, ja, 100% Direktsaft. Das ist echt, das ist wirklich krass. Das ist echt krass. Weißt du, was man mit Kokoswasser auch machen kann? Wenn die Menschen irgendwie so Unfälle haben und so Transfusionen brauchen, kann das für eine Weile als Ersatz dienen. Echt jetzt? Ja. Die machen dann immer so Kokosnuss-Transfusionen. Okay. Und? Aber ist, glaube ich, nicht süß, oder? Nee. Soll auch. Kokosnuss ist ja auch relativ gut und gesund, ja. Oh. Hier sieht man den Kuchen. Ja, aber der riecht schon geil. Der riecht schon echt geil. Ich glaube, der ist gut. So wie jeder Cluster von denen. Boah. Jeder Cluster. Geil. Sehr gut. Ist so, ich glaube, der ist sogar mal. Boah, der 65% Karamellschokolade. Karamellschokolade. Ich habe es eher so auf den getippt, auf weiße Schokolade. Karamellschokolade. Sehr lecker. Was soll man dazu noch sagen? Ja, sag mal was zu Kogo. Also eigentlich glaube ich alles sehr, sehr gut. Mein Highlight zu der Box ist echt das hier. Ja? Wirklich, weil das ist geschmacklich top und es bringt mich auch viele Ideen. Ja, ja, okay. Wirklich sehr gut. Geschmacklich alles sehr gut, auch jetzt von den Chips her und so. Ja, und wirklich Chips. Perfekt. Die sind mal echt lecker. Die sind echt lecker, Mann. Auch hier das Ding, also mega. Also wieder neue Box, wieder neue Sachen. Ja, okay, ja, neue Sachen. Das gab es dann am Anfang, bei unserer ersten Bestellung gab es das ja noch gar nicht. Ja, die erweitern ihr Sortiment. Werden ja, wir, die machen immer werden wieder neue wir Sachen. Finde ich mega geil. Ja. Top, wirklich top. Ja. Heute wieder ein paar neue Sachen bekommen, wieder ein paar neue Ideen. Also, was soll ich zu Koro sagen? Ja. Die machen einen krassen Job, wirklich. Ja. Bio, lecker, auf den Punkt, 100%. Also wirklich, wenn jemand gesund, was Gesundes haben möchte oder was Leckeres essen möchte oder irgendwas, sollte echt Koro bestellen. Ja? Ich mache das nicht nur, weil die jetzt uns hier jeden Monat was schicken. Ich bin davon echt überzeugt. Und ich möchte auch weiterhin mit den Sachen etwas kochen auch. Ja? Und ja, das ist mein Ziel. Und Koro wirklich 1A. Wirklich Wahnsinn. Wahnsinn. Ja, Badko, super saftig, Leute. Das war's von uns. Checkt die gerne ab.
Wir sind begeistert, das schmeckt alles super saftig, Mann. Wir finden immer wieder neue Highlights. Alles war's erstmal von uns. Checkt die Videos ab, checkt die Streams aus, falls sie mal wiederkommen auf Twitch. Checkt Instagram ab, checkt Kogo ab. Rabattcode super saftig. Das war's von uns, vergesst nicht. Serious Business.